So, irgendwo ist aber hier der Wurm drin, glaube ich, weil das Ganze ein bisschen schräg ist. Ja, genau. So passt's. Das Ganze 100 lang und nochmal 100 lang. Irgendwie habe ich das Gefühl, das geht vom Gleis hier weg. Ja, ich weiß, aber ja, doch, ich weiß schon wieso. Ich kann es mir schon denken, mache ich jetzt mal in 2D, dass das 2D-Fenster auch Arbeit bekommt. Ich weiß aber jetzt nicht, welcher Bahnsteig das hier war. Der linke, also eigentlich das hier. Ja, das ist hier nur 90 und das Gleis müsste auch 90 sein. Komisch. Dass sich das dann entfernt, finde ich mysteriös. Ja, okay, nee, jetzt habe ich das Gleis entfernt, ich Idiot. War ich hier etwa wieder spiegelverkehrt? Das kann ich gar nicht leiden. Ja, weil das hier falsch ist. So. Ja, ich werde jetzt ein bisschen 2D mal bauen hier, dass wir das auch mal kennenlernen für die Neulinge. Und ja, ihr könnt mir mal gerne schreiben, wie euch jetzt das Aufnahme mit Camtasia so gefällt. Es müsste jetzt ein wenig flüssiger laufen, nicht viel besser, naja gut. Also auf jeden Fall müsste es schon ein bisschen flüssiger laufen. Und ja, ihr könnt mir gerne mal schreiben, wie ihr das so findet. Oder ob es lieber wieder wirklich in Etoketcher wird. Das wollte bestimmt, das weiß ich doch. Ja, und ich werde jetzt hier mal länger aufnehmen und das dann schneiden. Aber nicht täglich eine Folge rausbringen, sondern alle 3 Tage. Ja, das mit den 2 Tagen oder ein Tag, jeden Tag ein Let's Play können wir mal bei 300 Abonnenten einrichten. Also ich merke schon manchmal innerhalb, ich habe jetzt 150 Abonnenten. Gut, fast einer fehlt noch. Und ja, 150 Abonnenten und dann, ich merke, dass nicht alle, also es ist klar, dass das nicht jeder schaut, das ist schon klar. Ich schaue auch nicht bei jedem, den ich abonniert habe, aber mir fällt schon auf, innerhalb 2, 3 Tagen hat schafft ein Video, ein Let's Play von mir mittlerweile 50 Aufrufe, so in der Art, 49, 50, also irgendwas um die 50. Und ja, wenn das mal bei 100 liegt, oder sagen wir mal, ja, bei 100 Aufrufen liegt innerhalb 3 Tagen, dann wäre das nicht schlecht. Jetzt wird ja die Qualität auch ein bisschen besser, wenn es nicht mehr leckt. Und wenn ihr wenn ich meinen neuen PC oder Laptop habe, dann werdet ihr schon sehen, dass dann alles super ist, natürlich. Ich will jetzt nicht angeben. Nein. Ja. Und ja. So, dann bauen wir rechts hier wieder ein Gleis. Muss ich wieder den Abstand in 2D machen. Das müsste jetzt das hier sein. So, ja, im nächsten Video gibt es dann wieder, oder nach der Aufnahme, in der nächsten Aufnahme gibt es dann wieder ein bisschen andere Musik. Also auch in der Art sowas, aber natürlich nicht immer die gleiche. Das wird ja sonst fad, ne? Ja, so sieht es jetzt eigentlich schon mal recht gut aus. Mal zwischenspeichern hier. Nicht, dass uns EP abkackt, wie es bei X der Fall ist. Das sieht man ja fast nichts hier. So. Und ja, dann, okay, so hat es mir aber gerade besser gefallen, wenn es ein bisschen neblig ist. Ja, gut, dann bräuchten wir jetzt einen Bahnsteig für Gleis 1.
Schau jetzt mal, ob ich da so einen Bahnhof direkt nehme. Bahnhof. Nee, ein Bahnhof allein wäre mir recht. Okay, das können wir vergessen hier. Dann schauen wir mal unter den Immos. Bahnhof. Keine Uhr. Ja, das mit den Bänken und so, das rüsten wir dann später aus. So ein Schild namens Bahnhof hier hinzurichten, ist meiner Meinung nach unsinnvoll, aber gut. Jetzt habe ich mich gedreht hier. Jetzt geht's aber los. So, dann, ja. Einen Bahnhof, ja, den nicht schon wieder. Der ist auch ein bisschen klein für einen Bahnhof mit der Gleisanzahl. Dann schauen wir einfach mal so, würde ich sagen. Zu klein. Das ist nur ein Bahnsteig. Zu klein. Was ist denn das hier? Ja. Naja, gut, würde schon gehen. Das ist nichts hier, das braucht man nicht. Da ist so eine Halle, können wir natürlich drüber setzen. Flup. Aber ich glaube, die ist jetzt ein bisschen groß. Es gibt auch kleinere. Oder wir skalieren die einfach. Das geht sogar. Ja, nee, ist klar, ist eine Immobilie, ne? Ja, oder gut, das gefällt mir jetzt nicht so, muss ich sagen. Ja, das ist doch super alles. Also das wäre doch ein super Bahnhofsgebäude, oder? Was meint ihr, hä? Ja. Was da alles für Köln gibt. Gölle. Stellwerk können wir dann später auch gleich mit einbauen. Jetzt kommen die 3D-Modelle hier, nur noch die Wartehäuser. Ja, dann würde ich fast sagen, nehmen wir das hier. Da gibt es auch noch einen passenden Bahnsteig dazu. Das passt dann eigentlich schon. Wurde halt Bahnsteig Gleis 1 noch nicht erneuert. Das kann ja alles sein. So, Bahnhof. Da gab es doch auch einen Bahnsteig dazu. Was ist jetzt das für eine? Sieht jetzt besser aus. So. Oder so. Ja, das. Das sieht besser aus. Ja, wie heißt das Loch hier? Alexbad oder so? Ja, hier ist der Bahnsteig. Ja, gut. Bei einem kleineren Bahnhof hätte ich jetzt gesagt, das könnten wir dann auch so als Übergang nehmen. Aber da unser Bahnhof hier größer ist und da natürlich auch Fernverkehr fahren wird, wäre das nicht so prickelnd, weil dann gehen die Leute einfach drüber und der Zug kommt. Ja. Gut, ja, was es auch in EP10 gibt, ist ein Gleisbildstellbord, kurz GBS, was ich sehr cool finde. Da kann man dann wie im echten Stellwerk alles steuern, aber nach momentaner Situation ist das noch ziemlich verbuggt und funktioniert nicht, habe ich gehört. Und ja, das werden wir dann auf jeden Fall mal testen, das ist keine Frage. Ja, heute halt den Ball nicht kopieren hier. Den hier, und jetzt setzen wir das hier wieder ein. Ich meinte jetzt, sie glauben, das wäre das untere. Ja gut, das messe ich jetzt aufs Falsche an. Dann mache ich das selbst. Soll jetzt auch kein großes Problem darstellen.
So, gut, die dürfen jetzt nicht so weit zusammen sein. So, ja gut, Musik nervt mich jetzt hier. Ups. Lassen wir die noch mal kurz da und dann höre ich sowieso mit der Aufnahme auf, sonst wird das die Musik ein bisschen langweilig für euch. Ich werde jetzt sowieso eine Weile brauchen, die ganze Musik einzuscannen. Von dem her. Nicht die Musik einzuscannen, das Video natürlich, weil das jetzt schon ungefähr eine Dreiviertelstunde lang ist dann. Ja, ich gehe jetzt sowieso gleich schlafen. Morgen ist Freitag, yeah! Nein, eigentlich. Ja, gut für mich, ne? In der Aufnahme, für euch war schon Freitag. Für euch ist schon wieder Montag, ihr Opfer. Nee, Spaß. Kleiner Witz, ohne Witz am Rande. Ja, wie schon erwähnt, 150 Abonnenten Spezial gibt es nicht. Ja, erst wieder ab 200 Abonnenten. Und ja, ich aktualisiere ab und zu mal meine Webseite, könnt ihr gerne mal reinschauen. Und wie gesagt, auch gerne auf Facebook. Wir haben im Moment nur 38 Likes, das könnten wir doch noch ein bisschen ausweiten. Das wäre nicht verkehrt vielleicht. Wenn ich jetzt hier nicht bald die richtigen Werte finde, dann drehe ich durch. Na, so passt's. Alles klar. Dann kopiere ich mir das nochmal hier. Na gut, da brauche ich jetzt nichts. Na, doch zwei Bahnsteige sind's. Aber unter den Immobilien. So. Und das jetzt hier auch. Ja, das kann man auch mit eingeben hier gleich. Das ist gut. Das ist aber jetzt trotzdem nicht genau. Fragt mich nicht, warum. So passt schon fast. So ist gut. Das gleiche noch hier hinten. Ja, gut. Meine Musik findet ihr unten in der Videobeschreibung. Den Link zur Seite ist ein YouTube-Kanal, wo ich die downloade. Kann ich sehr empfehlen. Ist kostenlos. Und macht gute Musik, wie man hört. So, und dann kommen wir zum letzten für heute. Vielleicht schaffe ich es. Nein, natürlich nicht. Das war sowas von klar. No. Ja, wir könnten natürlich auch, wenn wir den Bahnhof fertig haben, was ja jetzt womöglich ein bisschen dauern wird, auch mal gern eine Straßenbahn mit einbauen. Natürlich Straßen in der Stadt. Dann eine Straßenbahn mit Häusern, Hochhäusern, wie es sich für eine größere Stadt gehört. Aber so groß muss die ja gar nicht sein. Ja, dann werden wir dann mal in der nächsten Aufnahme hier wahrscheinlich noch Bahnsteigdächer setzen und so. Und ja, jetzt setzen wir hier noch ein ICE hin. Den ICE3. Am ICE-Bahnsteig. Einen links, einen rechts. Und dann kann ich gleich mal ein Foto noch machen für dieses Video hier.
Tja, das ist noch ein, so ein kleiner Fehler an EP. So, Licht an. Ey, wo bringt der jetzt hin? Ja, der Bahnsteig muss natürlich noch länger werden. Es sollte hier schon eine Doppeltraktion ICE3 reinpassen. So. Und dann machen wir noch ein Screen. Den stelle ich dann auch noch gleich auf Facebook. So, hier anpassen. Ja, so passt's. Einigermaßen taugt das schon hier. Und das Ganze dann noch mal so. Und wenn wir dann da hinten mal einigermaßen fertig sind, können wir das auch mal als Kanalbild in YouTube verwenden. Weil das alte habe ich jetzt schon wieder 3, 4 Wochen drin. Eisenbahn bis zum Umfallen. Und ja, hier machen wir noch einen Screen. So, und dann passt es auch für heute. Wir speichern die Anlage. Schauen nochmal, was wir Schönes geschaffen haben. Und verabschieden uns damit. Ja, ich verabschiede mich von euch. Wir sehen uns. Ciao.